Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Ich wiederhole. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Otto Renner und ich werde mich heute umbringen. Jetzt, wo sie nicht mehr da ist, gibt es niemanden, den ich vermissen könnte. Und um ehrlich zu sein, ich bin der Überzeugung, dass mein Selbstmord das Beste ist, was ich dieser Welt schenken kann. Obwohl meine Existenz Grund fürs Leiden anderer und meine Leiden Grund für das Lachen anderer gewesen ist, erwarte ich irgendwie nicht, dass mein Tod Grund für das Leben anderer ist. Ich hoffe nur, dass meine Leiche in einem Umzugswagen transportiert wird. Alles ist perfekt geplant, alles bereit. Und diesmal werde ich auch nicht zögern. Heute um 17.33 Uhr werde ich ins Leere von der obersten Stelle der Siegessäule springen und endlich mal diesem schlechten Witz namens Leben ein Ende setzen. 70 Meter, 265 Stufen, das Gebäude ist hoch genug. Der Tod ist sicher. Tja, mein Hirn. Ja. Mein Magen. Ja. Mein Magen. Mein Hirn. Ja. Mein Magen, mein Hirn und andere eklige Reste meines Körpers werden hoffentlich auf den Gehsteig rutschen und alle Touristen und Passanten tief beeindrucken. Tief beeindrucken. Touristen und Passanten tief beeindrucken. Tief beeindrucken. Alle Touristen und eklige Reste meines Körpers werden hoffentlich auf den Gehsteig rutschen. Hallo. Hallo. Das Übliche? Nein, heute nicht. Heute hätte ich gerne was anderes. Und zwar 4 Sekunden Weizenbier, bitte. Und eine dieser Schrippen mit 14 Quadratzentimeter Schinkenscheiben und 13 Gramm Käse, bitte. Das wäre alles? Das wäre alles. Sofort. Schade ist, dass ich die Nachricht meines Todes nicht in der Zeitung lesen kann. Aber ich höre schon, was Herr Hoffmann und die anderen im Büro sagen werden. Ich kann es nicht nachvollziehen. Er sah so glücklich aus. Bäh. Was wissen Sie über das Glück? Heute werde ich endlich mal das große Glück beim Fliegen durch die Luft spüren. Mal sehen, ob irgendjemand in der ganzen Welt glücklicher ist als ich. Danke. Bitte. Und, wie viel ist das alles? Mal sehen. 2,50 für die 4 Sekunden. 1,10. Und was hatten Sie noch? Die 14 Quadratzentimeter. Ja, die Scheiben, na klar. 3,50 Euro und 20 Cent. Also 5,20 Euro, bitte. Danke. Geld macht nicht glücklich. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Es gibt viele Methoden, es zu verwirklichen. Aber der Sprung von großer Höhe scheint mir der sicherste von allen. Man kann sich die Venen durchschneiden. Aber ich habe immer gehört, dass wenn man nicht tief genug schneidet, kann der Tod stundenlang dauern. Ich hätte keine Ahnung, wo man eine Knarre in der Bundesrepublik bekommen könnte. Und meine Biologiekenntnisse reichen nicht, um eine saubere, sichere und romantische Vergiftung zu verursachen. Thank you.
Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Tag, ja. Ich suche einen Roman, von dem ich vor einiger Zeit eine gute Kritik las. Ich kann mich leider nicht genau an den Titel erinnern. Fluktuierende Anti-Universa im Sonderangebot oder sowas ähnliches. Gucken Sie doch mal den Computer. Wissen Sie noch, wie der Autor hieß? Leider nicht ganz genau. Er war ein Franzose. Dostojewski? Genau. Das ist es. Jetzt erinnere ich mich. Giuliani Dostojewski. Moment mal. Dostojewski. Da haben wir es. Giuliano Dostojewski, fluktuierende Sichtweise mit fremder Anti-Universa. Ich muss aber gucken, ob wir das noch im Lager haben. Wenn Sie so freundlich sind. Musik aus. Es ist bestimmt schon ausverkauft. Obwohl es ausreicht, dass ich dieses denke, damit das Gegenteil passiert. Vielleicht haben Sie ja noch ein Exemplar da. Egal. Ich werde sowieso keine Zeit haben, um es zu lesen. Auf der anderen Seite habe ich noch etwas Geld übrig. Und ich wüsste eigentlich nicht, was ich sonst damit noch machen könnte. Hier ist es. Sie haben Glück gehabt. Das ist das letzte Exemplar. Das ist aber toll. Wie viel wollen Sie denn davon haben? Ja, ich denke mir 150 Gramm reicht. Soll so was? Ja. Haben Sie was von Joyce da? Vater oder Sohn? Egal. Ich nehme auch was von Ellen Poe, wenn Sie was Frisches da haben. Ja, haben wir heute gerade bekommen. Dann nehme ich auch ein paar Liter Poe. So, alles? Ja, ich denke, das reicht für heute. Das macht 3.466 Cent. 66? Keine 67? Das ist ja günstig. Ja, das ist es. Nur wer da kauft, hat richtig gespart. Okay, schönen Tag noch. Ihnen auch. Ciao. Musik. Wer hätte das gedacht? In dieser Listerinenwelt findet man etwas nur, wenn man es nicht mehr sucht. Die Erfahrung kommt, wenn sie nicht mehr hilft, und das Wissen kommt, wenn man nichts mehr davon wissen will. Und die Verrückten wollen, dass ich hier weiterbleibe. Von mir aus können die alle aus der Siegessäule springen. Aber diesmal, beim ersten Mal, werde ich endlich mal der Erste sein. Ich verbinde mich mit der Dissidenz.